Hallo ihr Lieben, Lissi-chan hier. Heute möchte ich, wie ihr vielleicht schon sehen könnt, über Laufräder reden. Deswegen stehen da auch gerade zwei Stück vor mir. Und zwar gehören die zur Grundausstattung in jedem Hamsterheim. Und es gibt aber einige Dinge zu beachten, wenn man ein Laufrad kauft. Das Wichtigste ist natürlich die Größe. Ich habe hier einmal 29 cm und 28 cm Durchmesser stehen. Die Größe ist deswegen wichtig, der Hamster sollte beim Laufen einen geraden Rücken haben. Sobald der sich etwas durchbiegt, kann das zu Rückenschäden führen. Für Zwerghamster wird empfohlen 25 cm, für Roborowskis rein theoretisch 20. Für Mittelhamster ab 27 oder 28 cm. Da ist natürlich je nach Größe des Mittelhamsters, können es auch über 30 cm sein. Ich habe hier für meine Zwerge, wie schon gesagt, 28 und 29 cm. Und achtet einfach darauf, der Hamster muss wirklich einen geraden Rücken haben. Er darf mit dem Kopf nicht zu weit nach oben gucken. Er sollte mehr nach vorn gucken können beim Laufen. Ja, das ist eigentlich schon das Wichtigste zur Größe. Zur Art des Rades. Ganz wichtig ist dieser von meinem Laufrad Pinkler Pancake hier, dazu sage ich aber auch noch was, diese geschlossene Lauffläche. Das ist, ihr kennt doch bestimmt diese Gitterlaufräder, die sollen es nicht sein, denn da können die Hamsterfüße durchrutschen, hängen bleiben oder was weiß ich. Es sollte wirklich geschlossen sein, hier kann nichts passieren, hier ist Kork drin, ebenso, ja, auch etwas schmutzig, ebenso hier alles geschlossen, da kann nichts passieren. Es sollte auch keinen Schereneffekt geben, das heißt, die Halterung sollte, wenn möglich, hinten sein und auf einem Standfuß und keine, ich weiß nicht, wie ich es gerade beschreiben soll, es gibt diese Streben, die das Laufrad so komisch halten, wenn der Hamster dann rausspringen möchte, wo er sich da eventuell einklemmen könnte. Dann gibt es natürlich vom Material her, wie gesagt, Holz mit Korklauffläche. Es gibt Plastik und es gibt sogar noch andere Arten, Alu oder Metall oder sonstiges, was ich für Hamster allerdings etwas zu schwer finde, denn das können sie bestimmt kaum bewegen. Von diesen Holzlaufrädern gibt es auch die, was ich hier habe, mit diesen Sprossen drin. Das ist jetzt ein altes Laufrad von mir. Und wenn man sich diese holt, das sind von Carly Wonderland, müsste man hier in diese Lücken quasi noch, wie es hier ist, Kork reinkleben. Entweder nur die Lücken ausfüllen oder diese Sprossen raustrennen. Denn bei diesen Sprossen können sich die Hamster die Füße wundlaufen oder verletzen. Denn wie ihr sicher merkt, es ist nicht eben dadurch. Es entstehen kleine Huckel, die sollten nicht sein. So, zu empfehlen sind dann natürlich, wie gesagt, wie ich es hier stehen habe, die Korklaufräder. Die gibt es von Carly Wonderland, das habe ich hier stehen. Die gibt es auch von Rodipet. Oder eben Plastiklaufräder. Ich habe hier ein Trixi-Laufrad stehen. Die gibt es in 20 und 28 cm Größe. Für größere Goldhamster also leider nicht geeignet. Und dann gibt es die Plastikräder von Rodipet. Auch da gibt es unterschiedliche Größen. Soweit ich weiß, gibt es da auch 20 und 27 cm. Viel mehr gibt es eigentlich zu Laufrädern an sich nicht zu sagen. Ich habe... Ach, was ich noch erwähnen wollte, genau. Wie gesagt, ich habe einen Laufradpinkler. Das heißt, meine Pancake lässt es laufen, während sie läuft, um es mal so auszudrücken. Natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, Kork ist nicht ganz so leicht zu reinigen, denn hier mit Wasser reingehen, nicht ganz so gut. Dafür habe ich jetzt Plastiklaufräder geholt, denn die kann man einfach auseinandernehmen. Ich mache es jetzt aber erstmal nicht. Ganz einfach auseinandernehmen und dann reinigen. Soweit ich weiß, sind sogar die Plastikräder von Rodipet geschirrspülerfest. Das heißt, man kann die sogar super einfach mit dem restlichen Geschirr reinlegen. So, das war es eigentlich jetzt wirklich zu den Laufrädern. Wenn ihr da noch direkte Fragen habt, wie immer, ab in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!